Chefin Aurelia Hammerlock, Chefin der Jacobs Corporation. Mir wurde mitgeteilt, dass du meinen Bruder gerettet hast. Wie enttäuschend. Es ist eine Familienangelegenheit und du hattest kein Recht, dich einzumischen. Kammerjäger sind nichts weiter als Huren. Und ich werde dich dafür bezahlen, meinen Planeten zu verlassen. Komm zur Villa Jacobs, damit wir über deinen Preis reden können. Ah, meine Rettung in Fleisch und Blut. Oh, wenn du Alistair siehst, sag ihm, dass ich reich bin. Alistairs Retter in Fleisch und Blut. Kammerjäger, du bist einfach großartig. Du hast es geschafft. Jetzt stehe ich echt in deiner Schuld. Kammerjäger, meine Schwester hat dich kontaktiert, nicht wahr? Ja, Aurelia wollte mich bezahlen, Eden 6 zu verlassen. Diese verdammte Harpie! Alles, was dir Aurelia mit einer Hand reicht, soll dich nur vom Messer in der anderen Hand ablenken. Sobald du diese Villa betrittst, wird sie versuchen, dich zu töten. Und genau deswegen gehen wir. Winnie! Kammerjäger, wir stehen in deiner Schuld, seit du Alistair aus den Fängen der Fanatiker gerettet hast. Und dein Jacobs steht zu seinem Wort. Ich besorge dir den Kammerschlüssel, aber das bedeutet, dass wir gemeinsam in den Bau dieser Harpie gehen. Der Schlüssel befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie, aber sein Versteck ist ein Geheimnis, das mein Vater mit ins Grab nahm. Nimm Aurelias Einladung an und beschäftige sie, während ich die Villa nach dem Schlüssel durchsuche. Ich schnitze mir einen kleinen Jabba als Glücksbringer in diesen dunklen Zeiten. Wenn du meine Schwester treffen musst, will ich offen sein. Aurelia ist eine der wohlhabendsten Kreaturen der Galaxis, aber lass dich von ihren feinen Fummeln und den kostbaren Juwelen, die sie trägt, nicht täuschen. Sie hat das Herz eines Banditen. Sie nimmt sich, was sie will. Sie glaubt nur an sich selbst. Hätte sie Tyrenes Charisma und Troys Verschlagenheit, hätte sie schon längst einen eigenen Kult gegründet. In den Kalypsos hat sie ihre wahre Familie gefunden. Komm her, Mädchen.
will bezahlt werden. Ich wusste, dass du kommst. Die Loyalität eines Kammerjägers ist immer käuflich. Komm zur Villa und du bekommst dein Geld. Hab da ein Problemchen mit einer Hexe. Die führt nichts Gutes im Schilde. Hallöchen, ich bin Merle. Schreibt sich U, spricht sich Ö. Hexer des siebten Alephs und Meister der feurigen Künste. Mir macht der Hexe Probleme. Lebt im Sumpfweg. Ich glaube, sie hat den Pakt gebrochen. Du musst ihr bei ein paar Sachen helfen und rausfinden, was sie im Schilde führt. Ihr Name ist Azalea Splitter. Ein echt verrücktes Huhn. Du musst für mich herausfinden, ob sie den Pakt gebrochen hat, den wir alle eingegangen sind. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Supergeheimes, okkultes Zeug. Das ist unser Moment! Dein Stall ist meine eigene Kraft! Unbesiegbar! Du bist Beute. Dieses Ende war dein Schicksal. Genügt! Tarin beschützt mich! Mit meinem letzten Atemzug verfluche ich Claptrap! Ich muss sagen, ich bewundere die Kalypsos dafür, wie sie es geschafft haben, jedes ungebildete Stück Fleisch dazu zu bringen, ihnen blind zu folgen. Da will ein reiches Miststück wie ich fast ihren eigenen Kult. Vielleicht nach meinen Geschäften hier. Willkommen zurück, mein Mädchen. Huh?
Ah, du hast deine Kiste gefunden. Nicht zurückhalten! Ist am Boden. Komm zu mir zurück. Schön zu sehen, dass wieder Leben in dir steckt. Grüß Tod von mir. Holt euch die Raupen. Ich kontrolliere immer besser. Ich hab's gesagt. In der Villa. Es gibt hier eine ziemlich enge unterirdische Passage. Das Gebäude hat mehr Eingänge als eine Hure in einem Bordell für Tintenfische, wenn man keinen Wert auf Bewegungsfreiheit legt. Beim Thema Penner fällt mir ein, während du Aurelia ablenkst, werde ich den Bühnensaal im Theaterflügel durchsuchen. Mein Vater hatte ein Arbeitszimmer unter der Bühne versteckt. Wenn es einen Hinweis auf den Kammerschlüssel gibt, dann dort. Ich bin drinnen. Es macht mich nicht glücklich zu sehen, wie diese Harpie ihr Unwesen in meinen Ahnenhallen treibt. Sie hat die Familienporträts entsorgt, als wären sie Schlachtabfälle. Was würde ich dafür geben, sie mit meiner Schrotflinte bekannt zu machen? Auf dem Weg zum Anwesen bin, höre ich jemanden schießen und fluchen. Ich gehe um die Ecke und sehe seinen Sohn Wainwright. Er versucht mit einer Pistole Dosen von einem Zaun zu schießen. Ich bin ja kein Revolverheld, aber der Junge hatte überhaupt kein Zielwasser. Er blinzelt, leckt sich die Lippen, flucht und meint, dass er nie ein Jacobs sein wird. Dann merke ich auch warum. Der Kleine ist auf einem Auge blind. Also gehe ich hin und sage: Hey Junge, versuch's doch mal mit einer Schrotflinte! Ein praktischer Trick. Genau rechtzeitig, Kammerjäger. Bitte, komm herein. Bei diesem Weib klingt sogar Gastfreundlichkeit unheimlich. Aber spiel ihr Spielchen mit, solange ich den Bühnensaal durchsuche. Ich bin gleich bei dir. Warte im Speisesaal auf mich und dann reden wir über dein Geld. Hure. Also, Clayton, du wolltest mich sprechen? Clay reicht. Der alte Monty hat gerade ein großzügiges Angebot für die Jacobs Corporation bekommen. Er hat natürlich abgelehnt, aber ich dachte, du solltest wissen, dass es von Aurelia Hammerlock kam. Ich versichere dir, Jacobs ist dir ziemlich egal. Dabei geht es um mich.
Da bin ich schon selbst drauf gekommen. Aber deine Schwester scheint nicht lange zu fackeln. Du kennst sie, Alistair. Ist das das Ende oder der Anfang? Die Echse. Ich kann dir nicht folgen. Als wir noch Kinder waren, haben meine Schwester und ich eine super seltene Echse in dem Wald bei unserem Haus gefunden. Ein prächtiges Exemplar. Aurelia wollte sie als Haustier behalten, aber meine Schwester war noch nie gut darin, sagen wir mal, Leben zu kultivieren. Also habe ich die Echse heimlich gefüttert, obwohl sie darauf bestand, es sei ihr Haustier. Ich baute ein passendes Gehege mit natürlicher Vegetation, dem richtigen Verhältnis von Wasser und Sonnenlicht und natürlich genügend Futterquellen. Doch eines Tages fand ich die Echse tot darin liegen. Das Wasserniveau war viel zu hoch. Und da, wo sie verzweifelt nach Luft gerungen hatte, waren Kratzspuren im Glas. Und du hast ihr die Schuld dafür gegeben? Das hab ich, damals. Erst später wurde mir klar, was meine Schwester getan hatte. Sie hatte einen Eisblock in das Gehege eingelassen, der langsam geschmolzen war. So war die Echse gezwungen, immer höher zu klettern, bis es zu spät war. Wenn sie sie einfach hätte töten wollen, hätte sie es tun können. Aber das ist nicht ihre Art. Aurelia wollte, dass mir die Schuld gegeben würde. Nur gut, dass wir keine Echsen sind. Scharf beobachtet. Aber jetzt, ich frage mich, wie hoch das Wasser wohl schon gestiegen ist. Verdammt! Du solltest mal dein dummes Gesicht sehen. Der Kammerdieb! Wie abgemacht! Nicht schlecht, Baronin, aber du schuldest uns einen Schlüssel. Ich arbeite gerade daran. Na, und ich will dich nicht stören. Ist schön, mir die Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Das ist super. Oh, wir konnten uns ja noch nicht so richtig kennenlernen, was? Tai hat die meiste Zeit geredet. Sie ist speziell, was? Als wäre sie das Zentrum der Galaxis und der Rest von uns umkreist sie nur. Doch, das ändert sich. Sieh mich nur mal an. Ich hab mich noch nie so gut gefühlt. Was ist das? Was ist das? Deine Sirene? Sie wusste nicht, was sie hatte. Mit dieser Kraft kann ich die Sterne vom Scheißhimmel holen. Weißt du, Tyreen will dich weiter mitspielen lassen. Ja, ein wenig Konkurrenz stachelt unsere Anhänger an. Aber ich steige aus. Nein, nicht mit mir. Keine Lust mehr auf Reste vom Tisch. Zieh deine Waffe ab, Schaum! Hä? Ich bring dich um! Komm und hol mich, dreckiger Bastard! Neuer Plan! Du durchsuchst den Bühnensaal und ich lass dieses Rattengesicht hier herumlaufen wie einen Jabba, der in Flammen steht. Falle und werde für die Jagd wiedergeboren. Zurück zur Aske!
reicher die Skills, desto flauschiger die Jacke. Wir haben hier eine Leiche, Wainwright. Aber das ist ja Baldwin, unser Butler. Er wusste, wo alle Leichen begraben wurden. Und jetzt hat er sich ihnen wohl angeschlossen. Mein Vater hat ihn immer verdächtigt, unsere Gespräche aufzuzeichnen. Mal sehen, ob er auch sein eigenes Ende aufgezeichnet hat. Junge, bist du nicht der, der immer an der Zitze seiner Schwester nuckeln muss, um zu überleben? Stirb im Dreck! Ich habe mich schon gefragt, wo ich die hin habe. Du hast eine Nase für Schätze, wie ich sehe.
lenkt sie ab! Lass das Blut fließen! Viel Spaß beim Verfaulen! Zurück zu mir, mein Mädchen. Ah, du bist zurückgekehrt. In einer Minute hole ich dich her. Das war weg. Taschenrex. Voll in Fahrt. Demon!
Polizist eine Tür schließt, dann mach sie wieder auf.